Tja, dunkle Grüße und willkommen zurück in den Outer Worlds hier mit meinem Sammy und meiner Parvati. Ja, ich habe gerade interessanterweise herausgefunden, wieso ich überhaupt diese Probleme mit dem mit der Aufnahme des Audio Mikrofon bla Dingens hatte. Tatsächlich. Ich muss Bericht erstatten irgendwo. Zack. Und zwar habe ich gestern für mein kommendes Album, was ich dieses Jahr noch rausbringen möchte, mein drittes Album, schon krass, Alter, habe ich mal meine Gitarre eingestöpselt in das Audio-Interface, um eben am PC selbst dann meine Gitarre zu hören und ein bisschen zu komponieren, einen neuen Song und so weiter und so fort. Übrigens wird das ein sehr geiler Song, auch wenn er ein bisschen ruhiger wird, aber egal. Und habe gerade festgestellt, beim Starten von The X-Tree, dass, ich habe es zum Glück gesehen, bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, dass mein Steinberg-Interface tatsächlich nicht mehr ausgewählt war unter Default-Settings. Warum auch immer. Also den Grund verstehe ich nicht. Denn es war ja niemals abgewählt. Es war halt nur eine Gitarre drin. Das heißt, der zweite Kanal, den ich dafür das Mikro gar nicht nutze, der war halt anderweitig belegt. Und das war auch schon alles. Also ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat, aber offenbar lag es daran. Denn ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch vorher mal die Gitarre rangestöpselt gehabt, um das zu testen. Aber nur um zu testen, weil ich es vorher noch nicht gemacht habe, dem neuen Interface, wie das klingt. Und ja, das war offenbar dann der Fehler. Also muss ich mir im Kopf behalten, wenn ich mal wieder eine Gitarre anstöpsel am PC. Auch wenn ich zugeben muss, dass einfach der Amp gleich neben dem PC geiler ist, weil es einfach toller ist, Sound aus dem Amp zu haben und aus den Boxen separat und nicht also über die gleiche Box laufen lassen, dann ist das Signal einfach nicht differenziert genug, um das ordentlich rauszuhören. Aber abgesehen davon, müsste ich oben reingehen müssen? Muss ich da wieder hinlaufen? Wie kam ich denn da hin? Gibt es einen Aufzug irgendwo? Verdammt. Ich bin dann direkt drin, wenn ich da reingehe, weil da war es doch vor mir gewesen. Ach. Suchen. Auf jeden Fall immer schön aufpassen. Ah. Für mich künftig, wenn ich sowas machen sollte, falls ich nochmal machen sollte. Egal. Zumindest weiß ich, warum es so passiert ist, auch wenn der Grund nicht klar ist. Hier war ich schon dran, oder? Ja. Und dann kann ich das in Zukunft hoffentlich vermeiden, das Problem. Es ist halt im Prinzip ein Flüchtigkeitsfehler, der mir wieder passieren kann, so ist nicht. Aber da muss ich halt dran. Oh Mann, bin ich. Oh. Hier oben war so eine Tür gewesen bei ihm, wo ich gleich rausgekommen bin. Ich habe gleich die genommen von draußen, dann bin ich gleich dahergekommen. Hey du! Do you hear that? Was? It's the blessed sound of radio silence. Ach so. Which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Sweet, sweet news. Ja, ich hab diese hier. Yes, indeed. I am back in business. But before schön. We get down to it, might I ask how you handled the problem in the end? We did what we could, as best we could. Should probably leave it at that. Is that so? Klingt so, als hätten wir was Böses gemacht, aber eigentlich finde ich, habe das. Hier, das ist doch nett, ne? I don't know how. The two are diametrically opposed and impossible to please. But it matters not how you fixed my problem, only that you did. Richtig. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. So. Ja gut, das hier ist gut. You make it sound so scandalous. Oh ja. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Neoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. Okay. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Ich bin fast sicher, es wird nicht so einfach sein. Someone has trust issues, though I can't hardly feign surprise. Yes, that is all. No, I am not mocking you. Much. Just step outside, flip the switch, depart forever. Understood? Good. Marvelous. We're in agreement. Speed setting? Whistle while you work.
Okay. Entspann dich, Mann. Soll ich jetzt Sam antworten oder? Terrific. I'll be here. Waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Ja, vielen Dank. Electrocute. Das ist ein schönes Wort. Das hat bestimmt mit Tod zu tun. Ja, okay. Hier, genau. Das hätte ich machen müssen. Verdammt. Ich bin sicher, es ist nicht nur ein Hebel umhauen. Ich habe es nur gerade überflogen, die Antwort, aber ich glaube, die dritte hieß einer. Es müssen doch immer drei sein, oder? Fand ich gut, wenn es das gewesen ist. War ich da schon dran? Tut mir leid, ich muss jetzt kurz übergehen. Aha. Natürlich nicht. War einfach zu offensichtlich. Und da ist ja noch mehr. Ich bin auch noch nicht hier rausgekommen. Und bin ich direkt runtergesprungen. Muss ich wohl dann. Na gut. Ich bin gespannt. Oh, ich kann meine Maus wieder bewegen. Testing 1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? Ich? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Schön. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Okay. There's no need to assert your dominance. Doch. I doubt I can make you do anything you don't wish to. Richtig. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. Bisschen. But I must admit, I have grown rather fond of you. Ich habe mich so kaum unterhalten bisher. Take care out there. Captain! Big flaming thingy! Aha. Welche Überraschung. Oh fuck. Hat der Kick begonnen? Bumm. Flaming thingy. Okay. Black holes. Did you see that? Nein, was denn? ja, genau das. Look, there's not enough room in this tower for two sarcastic holes, so one of us has to knock it off. Okay. Right. I reckon we both know who that'll fall to. Ich nicht. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Oh. Can you hear me? Sanjar. Did you see that? Architect, save me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Echt, hey. Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram? Hiram, ach, komm schon. Jetzt geht's aber los. Jetzt sind alle mit meiner Frequenz drin. Ja, das hier. Hier, das ist aber schön. Not without a physical contact waiver. Aha. Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Lass mich raten, ich darf wieder. Das da. Par for the course, really. Nein. You should do like I did. Get out while you still retain a shred of sanity. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay. For what? We need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do, so long as you leave me out of it. Das ist mir schon. Which means, get off my bored damn channel. I'm more than finished with you lot. Echt, hey. Also jetzt muss ich mich doch noch zwischen den beiden Fraktionen entscheiden, wie es aussieht. Ich hab's ja kommen sehen. Es war ja zu erwarten. Ugh. Da hinten. Aber das Ding ist doch irgendwie da abgestürzt. Und ich gucke nach hier. Nicht nach da. Da ist es nicht abgestürzt. Absolut nicht. Da. Oder vielleicht noch da, wenn man großzügig ist. Egal, die können sich ja halbwegs hin teleportieren. Zack. Ja, es ist genauso einfach. Okay, er konnte jetzt nichts dafür. Ich frage mich auch, wieso das denn jetzt abgestürzt ist. Also ich dachte erst, dass er, das habe ich auch gerade gesagt, dass der Krieg zwischen den beiden Fraktionen schon begonnen hat und das... Immer noch 500 Meter? Toll, ich bin fast genauso weit weg, nur dass ich jetzt... die ich da dran bin. Wobei ich hätte auch theoretisch hier rübergehen können. Da war ich noch gar nicht bisher. Ach, guck mal. Gegner. Lange nicht gesehen. Oh. Ach, das sind bestimmt die Clasties. Ja, die MSIs. Natürlich.
Ja. Offenbar sind die Widerständler krasser drauf. Also ja, jetzt haben sie offiziell auf jeden Fall Krieg, das sieht man gerade. Zumindest solange es darum geht, sich das da zu holen, wa? Hey. Tja. Was willst du machen? Aber man hat klar gesehen gerade, wer die Oberhand hat. Die haben gewiss mehr Erfahrung und bum bum und behaupten sowieso die Rebellen. Mein Sanja und seine Leute wirken mir auch nicht so sonderlich übermäßig. Ja, bitte? Krass trainiert, militärisch und so weiter. Daher wundert mich das nicht so sehr. Mich wundert nur, dass das generell Rebellenkämpfen losgeht. Na gut, auch nicht wirklich, wenn man drüber nachdenkt, aber. Hätte ja vielleicht sein können, dass es mal vernünftige Leute gibt im Weltall. Aber kann nicht jeder Star Trek sein. Wobei bei Star Trek gerade, bei Picard jedenfalls, ja auch einiges am Dampfen ist. An Kacke. Die Föderation auch nicht mal das letzte Mal gewesen ist, aber naja, gut. Davon mal abgesehen. Hey du! Ja. Immerhin 1800 XP für die Gegner. Da unten. Oder feier ich sehen. Wow. Mega Manticore Königin. Okay. Da brauche ich eine Mega Waffe für. Na toll, nachladen. Du Biest! Ich bin gerade hier Ripley gegen das Alien. Wow, ich treffe überhaupt nicht. Yeah, erwischt. 5000 XP, immerhin. Damit kann ich leben. Boah, ist das gerade. Aua! Was brennt denn hier so? Ach so! So ein Moskitoschwarm. Ja, geil. Meine Begleiter sind alle tot, sehe ich gerade. Auch geil. Meine Fresse. Hier, nimm das. Das kam unerwartet bösartig. Also, ich habe den einen Gegner gesehen und den zweiten daneben. Dann kamen noch 50 andere dazu. Was? Wer hat da eine Menge gefressen hier? Mega viel sozusagen. Ja. Immer so schlecht und trotzdem mache ich drüber. Das ist irgendwie traurig, aber was willst du machen? Gut. Das klang, als wäre ich gerade angerufen. Oh, 100? Echt jetzt? Was wird da drin sein? Wow! Munition, alles leichter, aber ist mir egal. Trotzdem Munition. Alter, was ist. Boah, ey, krass. Also eine Menge Loot, das ist gut. Aha, schon wieder ein geiler Witz hier. Aber. Dieses Geräusch, ich komme hier nicht rein, ne? Keine Chance, kein Eingang. Und noch Verkaufsautomat. Was sagt man? Oh, ich muss was verkaufen. Auf jeden Fall. Erstmal Schrott. Zack. Mit dem mehr als man denkt, aber nicht genug in dem Fall. Nö. Weg. Nö, weg. Chronofett. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Aber es ist sehr viel wert. Okay, ich setze hier rum, steht's ja. Hm. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil wie oft mache ich das denn schon? Aber, naja. Magazingröße, naja, wäre auch nicht so schlecht. Hat gesehen, ob ich nachgeladen habe, wie nervig das war. Wie nervig es immer bleiben wird. Aber. Nun ja, kann beides wegkommen, was soll das? Dann bräuchst du aber schon mal, bald mal noch. So. Rüstung. Die wollte ich ja behalten, weil. Warum wollte ich die behalten? Weil sie so stark ist. Hat keinen Bonus, sehe ich gerade. Überhaupt keinen. Aber es ist halt schwer, hat viele Rüstungen. Dialogfähigkeiten. Ich muss nochmal eben. Das geht so nicht aus dem Bauch heraus. Kurz vergleichen. Ich habe ja auch Dialogfähigkeiten. 5 Stück, genau. Hier halt auch. Level 13, aber. Habe ich hier noch Platz für Modifikationen? Sieht so aus. 13, das Ding ist 18. Wenn ich Super-Level steigere, weißt du, wie es optisch aussieht? Krasser Rückschritt.
Aber könnte ich das theoretisch auftüfteln? Ich weiß es nicht. Kann ich auch nicht tüfteln, gerade ohne weiteres. Neuwertig, voll gut. Ich weiß echt nicht, was der Unterschied zwischen neuwertig ist und dem anderen. Ah! Jetzt weiß ich's. Neuwertige Sachen haben offenbar generell höhere Zustandswerte. Verstehe. Das scheint wohl der einzige Vorteil zu sein. Das ist mein Helm. Auch kein Bonus, siehst du? Ja gut, dann kann ich verstehen, dass ich den aufgehoben habe. Weil ich mich für weniger Geld leveln kann. Genau, das war's. Auch Bruder schwerer, sehe ich gerade.